Drawn versteckte Funktionen. Teil 6 – Objekte kopieren und Standardformen. Die Videoserie in 7 Teilen zeigt versteckte Funktionen in Drawn und wie diese angewandt werden unter Version 5.2. Grundlage dieser Videoserie ist das Vortragsvideo von Armin Legrand unter. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Wir öffnen Drawn. Wir öffnen die bestehende Arbeitsdatei drawnobjekte.odg. Wir klicken auf Folie 2. Wir zeichnen ein beliebiges Objekt, zum Beispiel eine Ellipse. Ein beliebiges angewähltes Objekt kann bei gehaltener Steuerungstaste mit der linken Maustaste gezogen kopiert werden. Mit der Steuerungstaste können auch mehrere angewählte Objekte gleichzeitig kopiert werden. Alternativ kann mit Umschalt und F3 die Anzahl der Kopien eines angewählten Objektes festgelegt werden. Wir betätigen Umschalt und F3. Es öffnet sich die Dialogbox Duplizieren. Wir geben die gewünschte Anzahl Kopien ein. Hier können wir auch noch die Verschiebung, die Vergrößerung und die Farben für Beginn und Ende eingeben. Bei Verschiebung, X-Achse, geben wir -0,50 cm ein. Für Beginn und Ende wählen wir 2 unterschiedliche Farben aus und klicken auf OK. Mit Umschalt und F3 kann dieser Vorgang auch mit mehreren Objekten durchgeführt werden. Wir klicken die Folie 7 an. Objekte können wir auch schnell einfügen. Auf der Symbolleiste Zeichnung wählen wir den schwarzen Pfeil bei dem Symbol Standardformen. Die Auswahl der Standardformen wird angezeigt. Die Auswahl mit den Standardformen ziehen wir mit gehaltener Maustaste freischwebend. Mit Steuerung und Klicken der linken Maustaste auf ein Symbol wird dieses Symbol mit den Standardattributen in die Folie eingefügt. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter.